Hallo und guten Abend. Heute ist Freitag, der 18. Februar 2022 und ich melde mich wieder mit meinem Rückblick über die letzte Woche, mit meinem Tagebuch hier aus dem Klinikum Rhein in der Matthias Stiftung. Ja, eigentlich gibt es nicht viel zu sagen, was die Zahlen angeht. Die sind relativ gleich geblieben, sowohl hier im Kreis als auch bundesweit oder auf NRW-Ebene. Was das jetzt bedeutet, man hört ja überall davon, es sind seit 3 Tagen Rückgänge. Wenn jetzt eine Inzidenz von 1430 auf 1380 runtergeht, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Aussagekraft hat. Beim PCR-positiven Anteil von 44% haben wir immer noch eine sichere, deutliche Grauzone, die einfach nicht erfasst wird. Und das führt dazu, dass diese Zahlen in den Nuancen sicherlich gar nicht so genau zu bewerten sind. Was wir allerdings haben, ist, dass inzwischen nahezu alle, wer sich dazu meldet, davon überzeugt ist, dass jetzt die ganze Geschichte vorbei ist. Ist das wirklich so? Gerade diese Woche, wo halt nochmal Unsicherheiten und neue Diskussionen über die Impfpflicht, die allgemeine Impfpflicht, die Impfpflicht ab 70 oder die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ja jetzt kommen soll demnächst, noch viel darüber diskutiert wurde. Da gab es auch eine Veröffentlichung aus einem extrem spannenden Gremium. Das ist nämlich ein britisches, international hoch angesehene Gesellschaft, die Scientific Advisory Group for Emergencies der britischen Regierung. Die haben einfach mal was ganz Spannendes gemacht. Die haben sich nämlich damit beschäftigt, was gibt es für 4 mögliche Szenarien, wie es jetzt weitergehen kann. Das sind ganz sicher, das sagen die auch als allererstes, nicht alle möglichen Szenarien, aber das sind einfach nach wissenschaftlichen Erkenntnissen 4 Möglichkeiten, wie es abgeht. Und wer Lust hat, den lade ich ein, jetzt einfach noch ein paar Minuten dran zu bleiben. Ich werde dann so ein bisschen dazu erzählen in den Shownotes unten auf YouTube. Da habe ich dann verlinkt einmal eine Zusammenfassung von NTV, da ist das sehr schön zusammengefasst, oder halt auch das Original Papier, was auf Englisch veröffentlicht worden ist. Man kann es da nachlesen. Aber ich möchte da kurz was zu sagen. Und als erstes gibt es ein paar Grundvoraussetzungen, die da genannt werden. Und das ist nämlich, dass es, auch wenn man nur für die nächsten 12 bis 18 Monate eine Vorhersage nennen will, es ist völlig klar für alle Wissenschaftler, dass eine Übergangsphase irgendwas zwischen 2 bis 10 Jahre dauert, bis wir tatsächlich ein normales Leben mit dem Virus haben. Also, dass das jetzt Ende März oder im April schon einfach ein Leben mit diesem Coronavirus ist, das sieht eigentlich noch keiner. Wir werden bis dahin ein stabiles, sich immer wieder wiederholendes Muster haben, wie das abläuft. Und das hängt dann natürlich davon ab, wie einerseits die Situation in dem Land ist. Impfstatus, noch beibehalten von Schutzmaßnahmen oder Bevölkerungsalter etc. Das spielt alles natürlich eine Rolle. Deshalb kann man das nicht von einem Land auf das nächste 1:1 übertragen. Und vor allen Dingen muss uns klar sein, die Pandemie ist erst zu Ende, wenn sie weltweit zu Ende ist. Denn solange das nicht der Fall ist, kommt da immer wieder was. Es gibt von den Szenarien, die hier aufgeführt werden, wahrscheinlich auch noch Varianten, die schlimmer sind und die weniger schlimm sind. Es ist als erste Vorbemerkung ganz klar und ganz wichtig, und da ist es egal, welches Szenario man sich anguckt, es wird auch noch wieder gefährlichere Varianten als Omikron geben. Es ist schön, dass wir im Moment eine hohe, schnelle Durchseuchung, allerdings mit wenig langanhaltender Immunität gegen das Virus, aber doch eine Durchseuchung haben mit einem geringen Krankheitswert. Das ist natürlich toll, das freut uns und dadurch können wir relativ entspannt wieder bestimmte Sachen, Öffnungen etc. planen. Das ist auch richtig. Aber das bedeutet eben noch nicht, dass es danach vorbei ist. Wir werden damit rechnen müssen, dass irgendwann dieser Virus anfängt, mit anderen Viren, Gruppen, Atemwegserkrankungen durch Viren Kontakt aufzunehmen, sei es Influenza, Grippevirus oder dieses RSV, was bei Kindern ja jetzt im Winter durchaus häufiger von berichtet worden ist. Ob es da irgendwelche Interaktionen gibt, ist noch unklar. Man weiß aber, dass Viren sowas können.
Und vor allen Dingen, wenn die gleichzeitig auftreten, dann kann es immer, wenn die Wellen hintereinander kommen, wie wir es jetzt hatten. Wir hatten erst die RSV-Welle und dann kam die Omikron-Welle hier in Deutschland. Das hat uns sehr, sehr gut getan. Dadurch hatten wir keine Überlastung des Gesundheitssystems, weil sie eben hintereinander kamen. Die können natürlich auch beide gleichzeitig kommen. Und wie immer, eine Welle, die sich doppelt, ist eine höhere Welle. Grundsätzlich bleibt es aber auch, dass es natürlich sehr davon abhängt, was mit einem Land oder in einem Land passiert, was das Land macht, nämlich früh eine aufkommende Welle zu erkennen und dann mit einer breiten Verfügbarkeit von Tests, von Impfungen und von antiviralen Medikamenten etc. zu reagieren. Das ist natürlich etwas, was ganz wichtig ist und natürlich dann auch spannend wäre, sich entsprechend vorzubereiten. Fangen wir jetzt an mit dem günstigsten Szenario. Im besten Fall kommt es zwar zu neuen SARS-CoV-2-Varianten, die Antigenentwicklung ist aber gering. Die Übertragbarkeit wird sich nicht erhöhen und Ansteckungen werden nicht mehr so häufig zu schweren Erkrankungen führen, wie es bei Delta zum Beispiel der Fall war. Die Schutzwirkung von Impfungen und angehenden Infektionen bleibt weitgehend erhalten. Saisonale und regionale Ausbrüche halten sich in überschaubaren Grenzen. Lediglich die anfälligen Gruppen, die vulnerablen Gruppen benötigen jährliche Auffrischungsimpfungen. Antivirale Medikamente erweisen sich als hochwirksam. In den Jahren mit höheren Corona-Wellen treten tendenziell dann weniger Grippefälle auf. Für die nahe Zukunft würde so ein Szenario im kommenden Herbst-Winter nur eine kleine Welle mit wenig schweren Erkrankungen bedeuten. Es käme aber nochmal zu einer Welle. Aber alles wäre safe. Das ist das mit Abstand beste Szenario. Was kann noch kommen? Ein relativ gutes Szenario wäre, eine zunehmende globale Immunität führt zu einem allgemein niedrigen Schweregrad von Infektionen. Wellen werden durch Zyklen deutlich abnehmender Immunität und oder auch durch das Auftreten neuer Varianten ausgelöst. Es gibt gute und schlechte Jahre, wobei letztere eine hohe Übertragbarkeit und einen ähnlichen Schweregrad wie Delta aufweisen. Schwere Erkrankungen und Todesfälle beschränken sich weitgehend dann auf vorerkrankte oder ältere Menschen und Personen ohne vorherige Immunität. In schlechten Jahren bekommen neben den vulnerablen Gruppen auch andere Menschen wieder eine Auffrischimpfung. Das freiwillige Schutzverhalten ist hoch. Einige Länder schreiben in schlechten Jahren Masken vor und andere nicht pharmazeutische Schutzmaßnahmen. Antivirale Resistenzen, also dass da auf einmal was Neues kommt, obwohl man schon geimpft ist, treten auf und schränken die Anwendung von Medikamenten dann ein. Und Kombinationstherapien werden dann benötigt, die es aber noch nicht gibt. In diesem Szenario haben saisonale Infektionswellen im Herbst und Winter ein vergleichbares Ausmaß mit ähnlichen Schweregraden von Erkrankungen wie die aktuelle Omikronwelle. Also das wäre ein vergleichsweise positives Szenario mit allerdings einer Situation, die ähnlich wäre, wie wir es jetzt im Winter hatten. Dann geht es los, es kann natürlich auch alles ein bisschen schlechter kommen. Eine hohe globale Inzidenz mit zunehmender Immunität der Bevölkerung führt noch über viele Jahre hinweg zu einem unvorhergesehenen Auftreten von Varianten. Es gibt Viruskombinationen aus verstärkter Immunumgehung und größerer Übertragbarkeit. Mehrere Wellen im Jahr sind möglich. Manchmal mit einem ähnlichen Schweregrad wie bei Delta. Bestehende Immunität und aktualisierte Impfstoffe bieten weiterhin guten Schutz. Das wäre sicherlich das Gute daran, gegen die meistens schweren Verläufe. Bestimmte Gruppen, wie zum Beispiel Schulkinder, können durch wiederholte Wellen stark belastet werden. Viele Menschen benötigen jährliche Auffrischimpfungen. Diese Resistenz steigt gegen antivirale Medikamente. Und es gibt dann halt zusätzlich noch Saisons mit Corona- und Grippewellen gleichzeitig und die können sich überschneiden und zu einer sehr starken Belastung des Gesundheitswesens führen. Das freiwillige Schutzverhalten ist begrenzt und so dass einige Länder wieder Schutzmaßnahmen wie Begegnungseinschränkungen oder Maskenpflicht oder ähnliche Sachen wieder vorschreiben müssen, um nicht eine Gefährdung der alten, vulnerablen oder anderer Gruppen hervorzuführen. Für diese Zukunft sieht das Szenario starke Wellen durch neue Varianten, die auch kurzfristig nur im Herbst oder Winter auftreten können, dann vor. Schwere Erkrankungen und Todesfälle konzentrieren sich weiterhin jedoch nur auf bestimmte Gruppen. So, und das schlechteste Szenario, was jetzt diese Wissenschaftlergruppe aufgeführt hat, das heißt, wir haben zwar eine
hohe globale Inzidenz und unvollständig globale Impfung und haben dadurch eine Viruszirkulation auch noch zusätzlich in Tieren. Und das führt zum immer wieder Auftreten von neuen Varianten. Auch die Verbindung zwischen verschiedenen Varianten ist dann möglich. Nicht alle sind sicherlich problematisch, um Gottes Willen. Da wird es auch ganz leichte geben, aber einige können durchaus eine höhere Immunflucht mit sich bringen und dann halt dazu führen, dass halt all die Sachen, die wir haben, nicht mehr so wirken. Unvorhergesehene Veränderungen in Art und Weise, wie das Virus Krankheiten auslöst, verändern die Häufigkeit und das Altersprofil von schweren Erkrankungen und von der Sterblichkeit. Langfristige Folgen von Infektionen nehmen dann zu und eine flächendeckende jährliche Impfung mit aktualisierten Impfstoffen ist dann erforderlich. Es gibt hohe Resistenzen gegen antivirale Medikamente. Das heißt, das, was man im Köcher hat, wird dann weniger. Und man sieht dann halt diese schweren Verläufe, die wir schon mal hatten und die wir nicht unbedingt wiedersehen wollen. Freiwillige Schutzmaßnahmen, also Maske, Begegnungseinschränkungen etc., sind weitgehend nicht vorhanden und oder lösen eine Quelle gesellschaftlicher Konflikte aus. Ein hohes Maß an diesen nicht pharmazeutischen Schutzmaßnahmen wäre erforderlich, insbesondere wenn Impfstoffe nicht schnell genug an neue Varianten angepasst werden können oder Testverfahren dann versagen. Für dieses Szenario sind die Aussichten für die kommenden 12 bis 18 Monate, das kann man nicht anders sagen, einfach nur düster. Es kommt zu sehr großen Wellen mit einer Zunahme schwerer Erkrankungen in weiten Teilen der Bevölkerung. Am schlimmsten werden aber nach wie vor diejenigen getroffen, die ungeimpft und durch vorherige Infektionen eben nicht ausreichend immunisiert sind. Zusammengefasst bedeutet das, was wir uns alle wünschen, nämlich ein normales Leben, wie es bis Ende 2019 war, das wird es nicht geben in naher Zukunft. Und auch wenn wir es noch so als Freedom Day oder Abschaffung von aller Maßnahmen laut herausschreien, das Virus versteht das nicht und hält sich nicht dran. Also deshalb wird es leider Gottes, und ich habe, als ich mich mit diesem Paper beschäftigt habe, echt einfach nur an Freunde geschrieben, am liebsten würde ich mich jetzt mit einer großen Flasche Rotwein in die Ecke setzen und das erstmal verdauen. Denn das ist auch nicht das, was ich wirklich so erwartet habe, und ich wünsche mir eigentlich ganz was anderes, nämlich dass es tatsächlich wieder so wird wie vorher. Aber das kommt noch nicht. Deshalb werden wir da weiterhin aufmerksam bleiben müssen, und ich hoffe, dass wir hier es erreichen, dass möglichst viele diese Immunisierung hinter sich haben, nämlich dass sie geimpft sind und möglichst halt ausreichend, wie es das jeweilige Impfschema vorsieht, ausreichend geimpft sind, dass wir dadurch halt, egal welches der Szenarien kommt, wir das klein halten können und damit einfach wieder eine neue Normalität dann erreichen. In dem Sinne, ich hoffe, ich habe nicht zu sehr frustriert. Eigentlich wollte ich heute Abend die große Karnevalparty hier mit meinen Mitarbeitern steigen lassen. Die haben wir verschoben auf den Sommer. Es gibt dann ein Kostümfest. Das wird auf jeden Fall stattfinden. Und deshalb wünsche ich allen jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Wasch die Hände, Wochenende. Ich melde mich nächste oder übernächste Woche. Ihr werdet sehen.